Schon vom kommenden Sommer an will Tesla in Grünheide bei Berlin 500.000 E-Autos jährlich produzieren. Ein ehrgeiziger Plan, wenn man bedenkt, dass viele Genehmigungen für den Bau der Fabrik in Brandenburg bislang nur vorläufig sind oder sogar noch ganz ausstehen. Gegen das Bauvorhaben sind beim Land bisher 370 Einwände eingegangen. Jetzt hat der Autobauer einen neuen Antrag vorgelegt. Darin beantragt Tesla für das Gelände das Bauen mit Pfählen, teilte das Unternehmen mit. Dass diese längst in den Boden gerammt wurden, das stößt bei Umweltschützern ebenso auf Kritik wie der anfangs falsch berechnete Wasserverbrauch für die Baustelle. Elon Musk, Visionär und Unternehmer, ist die Erde schon lange zu eng. Und so jagte vor kurzem sein Unternehmen SpaceX eine bemannte Rakete ins All. Die USA im Freudentaumel. Doch der Investor und seine Höhenflüge, das stößt hier auf Misstrauen. Wie bei den beiden von der Bürgerinitiative Grünheide gegen Gigafactory. Denn genau das entsteht hier. Eine Tesla Gigafactory für E-Autos und das sehr schnell. Es wird ein Zeitdruck vorgelegt, der es der Justiz schwer macht. Es gibt immer nur eine Genehmigung im Nachhinein. Sämtliche Umweltverstöße, die hier stattfinden, werden nicht geahndet. Fakt ist, dass Tesla hier und da nachbessern muss. Für Pfähle, die ungenehmigt in den Boden gelassen wurden und auch beim voraussichtlich zu hohen Wasserverbrauch. Entsprechende Anträge sind gestellt, doch richtig bremsen lässt sich hier keiner. Gut so, findet Bürgermeister Arne Christiani. Er schaut hier gern vorbei. Selbst während der extremen Corona-Phase wurde hier weitergebaut. Es gibt von Seiten des Investors eine enge Zeitschiene, die ich persönlich nachvollziehen kann. Er will natürlich aus meinem Kenntnisstand die Chance nutzen, den Vorteil, den er gegenwärtig bei der E-Mobilität hat, auch weiter zu vertiefen. Die großen Umweltverbände halten sich mit Tesla-Kritik im Übrigen zurück. Nur ein Grund, Reptilienbleche gegenüber von der Baustelle laden Schlangen und Eidechsen zum Sonnen ein. Und die Plane soll gefährliche Ausflüge der Tiere auf die Straße verhindern. Albrecht Köhler, Krankenpfleger aus Grünheide, lässt regelmäßig seine Drohne fliegen über der Baustelle von Tesla. Er ist fasziniert von der Größe, von der Vision des Vorhabens, dass hier schon in einem Jahr Elektroautos gebaut werden. Das ist auch das Schöne, was ich hiermit verbinde. Dass hier auf dem etablierten Markt sich jemand breit macht und die Dinge anders sieht. Und das führt oftmals, kann man hingucken, wo man will, oftmals zu Innovationen und zu neuen Ideen und zu neuen Ansätzen. Gigafactory Nummer 4 also. Auf Twitter dokumentiert er den Fortgang des Baus. Auf dem Marktplatz von Grünheide künden Aufladestationen von einer möglichen Zeitenwende in der Verkehrspolitik. Und der Strom in diesem Kabel hält die Brandenburger Grillhähnchen in Bewegung. Das Tesla-Thema gibt es quasi als Beilage. Alles gut, Arbeitsplätze und Straßenbau geht auch vorwärts, ne? Doris Eule findet allerdings das Vorpreschen Teslas bedenklich und um das Grundwasser sorgt sie sich auch. Vieles nicht durchdacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus einem Großbetrieb, ich war auch Leiterin einer Abteilung. Wir haben länger geplant und gedacht, ja? Ein Restrisiko ist da. Die Genehmigungen für den Bau wurden alle vorläufig erteilt. Es heißt immer ausdrücklich, auf eigene Kosten und eigenes Risiko. Und sollte es am Ende keine endgültige Baugenehmigung geben, muss alles wieder weg.